Selfie-Time beim Berufsstartertag. Antonia Ramp ist Beauty-Influencerin. Auf Instagram zeigt sie, wie sie lebt und gibt Tipps übers Schminken und Kosmetik. Damit sie ihren Followern aber keinen Quatsch erzählt, macht sie gleichzeitig noch eine Ausbildung zur Kosmetikerin. So verbindet sie Hobby und Beruf. Die Hannoveranerin ist als Botschafterin für die Handwerkskammer unterwegs. Beim Berufsstartertag hat sie den etwa 500 neuen Handwerks-Azubis alles Gute für die Zukunft gewünscht. Laut Antonia können die Azubis auf ihre Berufswahl stolz sein. Es lohnt sich sehr, weil viele Jugendliche möchten natürlich auch schnellstmöglich viel Geld verdienen. Und ich finde, im Handwerk kann man sich super schnell selbstständig machen. Man kann super viele Zusatzschulungen machen und hat da wirklich viele Möglichkeiten, seine eigene Kreativität jeden Tag in die Arbeit mit reinzubringen. Über 500 Azubis haben sich im Bezirk der Handwerkskammer Cottbus in diesem Jahr für eine Ausbildung entschieden. Das sind etwa 18% mehr Ausbildungsverträge als im letzten Jahr. Als kleine Motivation für die Lehrlinge hat die Handwerkskammer Ofenbauerin Anna-Sophie Kossack als Lehrling des Monats geehrt. Die Auszeichnung gibt es einmal im Monat für gute Leistungen. Mit dem Berufsstartertag macht die Handwerkskammer Cottbus den Beginn der Lehre zu etwas Besonderem. Die Feier ist in Brandenburg einmalig. Für Vizepräsidentin Corinna Reifenstein ist auch klar, das Handwerk braucht junge Menschen. Und angehende Handwerker wie Antonia Ramp bringen das Handwerk und das digitale Zeitalter zusammen. Das Handwerk ist nicht mehr verstaubt. Wir werden auch moderner. Wir versuchen das schon mit unseren Werbekampagnen. Aber auch die Unternehmer müssen digitalisieren. Und da brauchen wir natürlich auch junge Leute. Gerade weil junge Leute, für die ist das digitale Medium einfach das, was sie täglich erleben. Trotz alledem muss gearbeitet werden und das mit den Händen. Für die etwa 500 Jugendlichen hat die Ausbildung jetzt begonnen. Damit ist der Grundstein für ihre Zukunft im Handwerk gelegt.